Ja, jetzt geht es gerade wieder weiter. Nachdem wir uns jetzt noch ein bisschen unter halbe Pause gehalten haben, werden wir uns wieder langsam im Ringsport zuwenden. Ja. Von Lautsprecher her, oder ist es irritierend, oder? Ist gut. Ah, das holt Spaß, gell? Für den Deutsch. Hast du es gegeben? Kampf. Weißt du es noch? 84 Euro Freistil für Wiesau, Hochli Thomas. Für Wiefelder, Rost, Thomas. Das spiel ich den ganzen Zeug aus. So, nachdem wir es mir jetzt sagen. Patronat für 84 Euro Freistil. Ein bisschen geschärft haben. Wiesau. Für die Frauen. Ein paar schöne Männer auf der Matte gehabt und für die Männer das gleiche in weiblicher Form, wenn wir uns für die zweite Halbzeit wieder im Ringen zuwenden. Weiter geht's, die Gewichtsklasse 84 Kilo Freistil mit dem Pochali Thomas für Willisau und dem Tobias Roth, der Ringer aus Weifelden. Der Wettkampf findet statt im Pochali Thomas in seinem Paradegewicht. 84 Kilo, das ist auch das Gewicht, das er international bringt und die Farbe sehr erfolgreich auch für die Schweiz vertritt. Der Tobias Roth ist eigentlich auch ein Freistilringer. Seine Bilanz heute an der Schweizer Meisterschaft ist hier 6. Rang im Freistil und der 8. Platz im griechisch-römischen Stil. Der Pochali Tommy hat hier schon wacker losgelassen. Die Daten zusammen zuhören, ist ganz verpasst. 17:0 geht er. Gewinnt er das erste Drittel klar zu seinen Gunsten. Auch da ist das höchste Ziel eine weitere Aufbesserung von der Mannschaftswertung. Der Pochali Tommy sollte eigentlich mit der reinen Weste heimkommen. Das heisst, möglichst zu Null ringen, möglichst keine technische Wertung abgeben und möglichst viele Wertungen können machen können. So, dass es halt zuletzt ein 3 oder gar ein 4-0 rausschauen sollte. Da sehen wir wieder zuerst ein bisschen ein Abtasten. Der Rot Tobias hat wahrscheinlich gemerkt, dass da nicht allzu viel zu holen ist. Sein Ziel wird sein, den, der möglichst nicht mehr mit 6 Punkten von der Matte weggefegt zu werden. Und probiert jetzt ein bisschen alle defensiv einzustellen. So, dass nicht das 4-0 rausschaut. Ja, beim Tommy warten wir eigentlich darauf, bis es losgeht. Jetzt haben wir den ersten Angriff gestartet. 1:0, weiteres 2, 3:0 Punkt. Und probiert noch einmal eine technische Wertung anzuhängen am Matterang. Das geht neben raus. Es bleibt im Stand von 3:0 und geht wieder in der Mitte weiter. Ich kann nicht wechseln. Wir können so einen Film mit
dort von dort hin noch. Die 2 Minuten sind vorbei, noch 1 Minute bleibt und jetzt wird es langsam knapp, aber da wird Tobiger langsam Dampf. Er weiss, er muss jetzt in zwischen 45 Sekunden noch einmal 3 Punkte machen. Noch 30 Sekunden. So, und jetzt ist wieder eine Weinerwertung gekommen. Jetzt muss das 2 kommen. Und das fällt zu kurz. Neuer Punktestand 6 zu 0. Das geht wieder auf die Tafel. 22 Sekunden wären Führung geblieben. Neuer Punktestand 15 zu 8 Punkte für die Mannschaft von Wiese. Und ausstehen ist der nächste Kampf. Die ungarische Verstärkung von Willisau. Der Dönsek Istvan gegen Inaue Michael. 36 Kilo Freistimme für Willisau, die ausländische Verstärkung. Aus Ungarn, der Dönsek Istvan, für Willisau, der Inaue Michael. Ja. Erster Punkt für den Inaue Michael. Wo da mit 1 zu 0 in Führung kam. Die erste Aktion wird auch ganz klar aufgezeigt. Dass das internationale Gefälle eigentlich länger sie weniger hoch wird, dass auch für ausländische Verstärkungen in der Schweiz länger sie schwieriger ist, makellose Bilanzen einzufahren. Und sie immer mehr müssen aufpassen, dass sie in der Schweiz viele oder wenn möglich eben alle Kämpfe können. Ja, als zwei hat können abdrehen gegen den Rücken zu. Neun ist können abdrehen, wieder ein 2. Punktestand im Moment 5 zu 1. Sechs Punkte Unterschied in den technischen Wertungen. Das heisst, erstes Drittel zugunsten von Willisau. Es geht wieder langsam zu Ende. Die Zürcher Sättigung machen sich wieder bereit für das zweite Drittel. Vorkampf wird Wiesau 2 machen. Den Gegner können wir jetzt nicht bekannt geben. Und da weiss jetzt eigentlich Michael ganz genau, dass es da eigentlich nicht mehr zu verlieren gibt. Ring geht es jetzt. Die richtige Mischung zwischen Angriff und Defensive zu finden und vielleicht einfach an diesem Kampf noch etwas auszurichten. Thank you.
Wieder geht die erste Wertung an Blau. Aufpfeifen, wenn der Boden zu lange nicht geht, geht es neu im Stand weiter. Und jetzt kommt der erste Punkt für unsere ausländischen Verstärker. Sofort wieder weiter geschafft, probieren weitere Punkte zu machen. Noch keine gefährliche Lage für den blauen Ringer. Nach wie vor steht es 1 zu 1. Und ein sauberer Beinangriff für den Blauen. Und ein weiterer Punkt. Auch da wird es schwierig sein, für den Ringer im Blau am Boden technische Wertungen können zu machen. Und jetzt ist die Eisland-Legend gefallen. Eine Minute hat er noch der Zeit und er ist im Rückstand. Das erste Eis. Der Punktbestand von 2 zu 2 ist gekommen. Und jetzt wird es gefährlich lang. Ja, aber es ist 2. Und weitere gefährliche Lage. Es ist weiteres 2. Neuer Punktstand 6 zu 2. Wenn er noch ein 2 macht, wenn jetzt der Fall ist, kommt das zum Punktestand von 8 zu 2 Punkten für den Ringer im Rot. Er wird damit mit 6 Punkten technischen Punkten Vorsprung führt er, was zum sofortigen Gewinn von dem Drittel führt. Das gibt dann weitere 4 Punkte für die Mannschaft aus Willisau. Und weil der Ringer im blauen Punkt gemacht hat, oder Punkt gemacht hat, einen Punkt für die Ringerreihe Weinfelder. 84 Kilo Greco für Willisau, Juri Silja für Weinfelder, Schneider Nani. Das Patronat, 84 Kilo Greco, Elektro IAG, Ihren Ansprechpartner für alle Elektro. Schlag auf Schlag weiter. Nächste Gewichtsklasse, die wir gesehen haben. 84 Kilo Gramm Greco, Silian Juri für Rot, für Willisau und Schneider Daniel in Blau für Weinfelder. Der ganze saubere Wertung, die wir hier sehen. So, 2-0-Führung für Silian Juri. Ah, der Schneider Daniel, da ganz ein erfahrener Ringer. Schweizer Meister, griechisch-römischer Stil, 2003 das letzte Mal. Und seither immer aktiv in der Mannschaft dabei.
So, da sind wir ein bisschen im taktischen Stellen von dem Drittel. Gleich sind 2 Minuten vorbei und dann geht es automatisch wieder in die Bodenlage. Gerade in dem Moment. 2 Minuten durch. Silian führt mit 2:0 Punkten. Damit hat er das erste Mal die bevorteilte Lage und darf greifen. Dreierwertung für Silian Juri. Das hat geklappt. Hier hat das Timing gestimmt. Ein Zug, das muss so schnell gehen, dann hat man Chance. Nachher ist es vorbei. Ja, wenn die ersten 30 Sekunden durch sind, kommt auch noch der Schneider an die Chancen über. Aus der Bodenlage können zu punkten. Und auch er weiss, da gibt es nichts zu verlieren. Alles Risiko ist möglich. Alles kann man nehmen. Das Überraschungsmoment ist schon vorbei. Nicht mal auf zu viel gehen. Der Dami hat eigentlich das dritte aufgegeben. Weiss, dass es da nicht mehr zu holen ist. Und die Zuschauer gutieren das natürlich mit einem Tiefkonzert. Jetzt geht es wieder darum, noch Kräfte sammeln, sich noch einmal zu konzentrieren und noch einmal endlich gute Leistung ins zweite, dritte reinzubringen. Und das können super heimschaukeln. Beide Ringer lassen hier die Zeit laufen. Wahrscheinlich beide wissen, dass die meisten Kämpfe heute in der Bodenlage entschieden werden im griechisch-römischen Stil. Jawohl, noch 2 Minuten sind durch.
32 Sekunden Bodenlage kommen jetzt, wo entschieden werden mit den Münzen, die der Schiri aufwirft, wäre es das erste darf in die Oberlage. In dem Fall ist es der Schneider Dani, der zuerst darf die verkehrte Aushebe reinstehen. Nutzt die Chance nicht. Und muss jetzt erst probieren, irgendwie zur technischen Wertung zu kommen. Das ist hart, sehr knapp. Keine Wertung für den blauen Ringer. Dafür eine für den Ringer in Rot. Muss jetzt auch alles geben. Sonst gibt es auch einen technischen Punkt für den blauen Ringer. Und wenn es dann so ist, dass. Wenn es dann so ist, dass er den letzten Punkt macht, gibt es sogar ein 2 für den Ball. Zweite Runde, zweite Drittel. Geht zu Gunsten von Daniel Schneider. Damit kommen wir auch noch eine Schiene ins dritte Drittel, im Genuss von einem dritten Drittel. Da wird auch noch gerade eine kleine, in der Pause eine kleine Verletzung auskuriert. Da probiert man ein bisschen zu beruhigen. Da ist ein bisschen zu kühlen. Und noch einmal möglichst viel Energie können freizumachen. Auch hier haben wir gerade eine Regel gesehen. Eine unbegründete Verletzung, wenn man nicht offensichtlich sieht, dass irgendetwas ansteht, wird das als Zeitschinden gewertet und führt zu einer Wertung für seine Gegner. Damit haben wir schon einen neuen Punktestand im dritten Drittel. 0-1 Punkte vor der Schneider Dani. Passivität für den Ringer in Rot gewertet. Es gibt einen weiteren technischen Punkt für den blauen Ringer. Jetzt hat auch einer wahrscheinlich Lunte gerochen. Er merkt, dass da etwas zu holen ist. Und geht natürlich jetzt alles. Thank you.
2 Minuten sind vorbei in diesem Ritu. Schneider dann nicht darf zuerst in die bevorteilte Lage. Darf zuerst greifen. Da sind alle bezwiert. Da wird voraussichtlich keine technische Wertung mehr kommen. Das heisst, ein Punkt für Silian. Und jetzt kommt er in die bevorteilte Lage. Und muss mindestens ein Punkt heilringen für einen Ausgleich zum 2:2. Überraschungseffekt ist auch dabei und jetzt muss alles riskieren. Das wird nicht mehr länger. Da sind alle Kräfte kaputt. Und das dritte Drittel geht mit einem Punktestand von 3:1 Punkten. Zugunsten vom Blauen Ringer. 3:2 Neuer Punktestand zwischen den zwei Mannschaften. 20 Punkte für den Ring von Bilisau. 12 Punkte für den Ringer Ringer Weinfelder. Bilisau, Armin Murat, für Kaiser Dominik. Das Patronat, 4,74 Kilo Greco. Parat für den nächsten Kampf machen sie. Für Willisau der Argin Murat und für Weinfelder der Kaiser Dominik. Der Argin Murat ist ein Neuzuzug, bringt dieses Jahr frisch für Willisau. Er ringt hier in seiner angestammten Gewichtsklasse 74 Greco. Auch hier geht es wieder darum, möglichst Schwäche können ausnutzen vom Gegner. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt die erste Priorität, einfach, dass man nachher pünkt und schadlos in die Bodenlage kommt, so dass man nachher eigentlich den Kampf dort müsste können für sich entscheiden können.
Münze hat da für einen roten Ringer entschieden. Für Murat. Er darf zuerst in die Oberlage. Ja, und da kommt eine wunderschöne Aktion. Es drei für Rot. Neuer Punktestand. 13-0. Wenn eine Aktion erfolgt ist und es einen Unterbruch gibt, geht es im Stand weiter. Bis wieder 30 Sekunden verstrichen ist. Das ist jetzt gerade der Fall. Jetzt muss der Murat die Bank lagen. Und der Kaiser Dominik darf im verkehrten Ausheber sein Glück versuchen. Das ist ihm gerade misslungen. Und dann wird es schwierig, Punkte können zu machen. Trotz heftiger Bemühungen ist ihm das nicht gelungen. Kein technischer Punkt für den Ringer in Blau. Damit geht das erste Drittel mit 14-0 Punkten zugunsten von Willisa. Die Pause ist wieder durch, es geht wieder frisch los. Im Stand von Altschnau. Wobei da gerade eine schöne Werte kommt. Eine super Verteidigung von Kaiser Dominik. Das hätte fast zu einer Schulterniederlage. Zwischenstand, technisch, vier technische Punkte für Armin Murat. Für den Ringer ausweichen. Da hat es einen Zusammenstoß gegeben. Arvin Murat wird noch betreut. Und jetzt geht es weiter. Das war jetzt die Auslegung vom Schiedsrichter. Ein Punkt für den Blau. Weil wir keine offensichtliche Verletzung festgestellt haben. Schlüpfen, nicht ganz durch ist.
Und wieder 10 Minuten Wengen im Stand sind drin. Arvin darf zuerst. Und der erste Aufhörer hat zusammengegriffen und sein Glück versucht. Und geht gerade der Punkt. Auch das ist natürlich möglich, wenn man ein bisschen zu weit geht, ein bisschen zu wenig gleich merkt, dass es nicht geht. Dann ist es halt einfach möglich, dass man auch Punkte weggeht. Neuer Punktestand.